Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Film auf dem Kanal von GeroD. In diesem Video wird es um meine neueste Anschaffung gehen, nämlich um die DJI Pocket 3. Und nein, keine Angst, das wird jetzt hier nicht das 299. Review zu all den Möglichkeiten, die diese Kamera aufweist. Vielmehr habe ich für dieses Video einen gänzlich anderen Fokus. Wer meinen YouTube-Kanal vielleicht schon etwas länger verfolgt, der weiß, dass ich meinen Schwerpunkt auf das Thema Wohnmobil-Reisevlog gelegt habe. Und praktisch in jedem Film, den ich veröffentlicht habe, lassen sich dabei Aufnahmen finden, die während meiner Reisen aus dem Fahrzeuginneren heraus entstanden sind. Sowohl Außen-, aber auch Innenaufnahmen. Diese Aufnahmen habe ich in der Vergangenheit in den meisten Fällen mit meinem iPhone angefertigt. Das hat dann auch mehr oder weniger gut funktioniert. Allerdings hatte ich bei allen Aufnahmen das Problem, dass ein kleiner Teil dieser Befestigung immer wieder im Bildmaterial erkennbar war. Und spätestens in Lowlight-Situationen, ja, da konnte man förmlich zusehen, wie das Bildrauschen beginnt, wie die Stabilisierung an die Grenzen kam. Insbesondere Innenraumaufnahmen, wo ja naturgemäß schwierige Lichtverhältnisse vorherrschen, die haben mich nie wirklich überzeugen können. Ja, und auch das gesamte Handy mit einem Smartphone während der Fahrt, sowohl aus der Ergonomie, aber auch aus der Sicherheitsperspektive, da würde ich sagen, das war nicht ideal. Und neben den gerade schon genannten drei Aspekten, also Verbesserung der Bildqualität, insbesondere in Lowlight-Situationen, Optimierung der Bildstabilisierung, als auch Verbesserung des ergonomischen Handlings, gibt es für mich weitere Aspekte, die den Einsatz der DJI Pocket 3 in solchen Car-Vlog-Szenen tatsächlich prädestinieren. Aber nun genug gesprochen, genug der Einführung, wir steigen ein in die Praxis. Und damit kommen wir schon zu einer vermeintlich profanen Frage: Wie kann ich denn eigentlich eine DJI Pocket 3 in einem Fahrzeug sicher befestigen? Ich habe mich ganz bewusst gegen eine Saugnapflösung entschieden. Die haben ja ein paar sehr unschöne Nachteile, insbesondere die Abdrücke, die diese Saugnapfhalterung beim Lösen hinterlassen, sind nicht unbedingt eine Augenweide. Zudem sind sie regelmäßig im Weg, wenn man denn seine Verdunklung zuziehen möchte. Und mitunter fallen sie auch gerade bei hohen Temperaturen von alleine ab. Insofern habe ich hier für die Befestigung der Pocket 3 auf eine klassische GoPro-Lösung zurückgegriffen, nämlich eine Klebehalterung. Das ist die in der gebogenen Version jetzt hier. Die passt hier wunderbar auf mein Armaturenbrett drauf und wurde hier von mir verklebt. Obendrauf sitzt eine Stativschraubenaufnahme und das ist nämlich das Tolle. Im Lieferumfang der DJI Pocket 3, das kann man hier unten sehen, befindet sich nämlich das entsprechende Gegenstück. Das heißt, das lässt sich auf diese Stativschraube entsprechend hier verschrauben und auch lässt sich die Kamera ganz einfach adaptieren, sowohl abnehmen als auch eben draufstecken. Ich will das kurz mal zeigen. In der Mitte dieser Halterung sitzt ein kleiner Verriegelungsknopf, den drücke ich jetzt, dann gehen die beiden Verriegelungsnasen auseinander und ich kann ganz einfach die Kamera abnehmen, könnte jetzt draußen zum Beispiel verschiedene Aufnahmen machen, komme wieder in mein Fahrzeug, dann möchte ich wieder eine Fahrzeuginnenraumaufnahme machen, dann kann ich ganz einfach die Kamera hier wieder entsprechend einstecken. Beide Verriegelungsnasen gehen sofort auch wieder zu und das Ganze sitzt hier bombenfest drauf. An der Vorderseite dieser Stativaufnahme findet sich dann noch eine USB-C-Buchse. Mit anderen Worten, ich habe also immer die Möglichkeit, ganz einfach mein Ladekabel hier eingesteckt zu lassen. Dann kann ich wiederum meine Kamera entsprechend hier draufstecken und ich habe praktisch immer eine vollgeladene Kamera. Kurzer Zwischenhinweis zu den Aufnahmen, die ich ab jetzt hier anfertige. Es ist November, es ist nach 17 Uhr, draußen beginnt deutlich die Dämmerung. Ich habe jetzt hier für die Aufnahmen mit dem iPhone schon ein zusätzliches Licht aufgebaut. Auf der anderen Seite gibt uns das gleich die Möglichkeit, aber auch für einen schönen Bildtest der Pocket 3, wenn denn die Dämmerung richtig eingesetzt hat. Vorab aber möchte ich noch auf folgenden Punkt zu sprechen kommen. Die DJI Pocket 3 bietet mehrere Möglichkeiten des Ein-Ausschaltens. Ich habe natürlich ganz klassisch hier unten erst einmal die Möglichkeit über den entsprechenden Rekordknopf. Dann schaltet sich die Kamera ein, wie man jetzt hier sehen kann. Aber das ist natürlich immer so ein bisschen Sucherei und gerade auch beim Fahren eines Fahrzeuges ein Stück weit Ablenkung vom Verkehr. Da ist es natürlich toll, dass man noch eine alternative Möglichkeit hat. Ich kann nämlich sehr, sehr einfach die Kamera auch einschalten, indem ich einfach nur das Display drehe und zack ist die Kamera sehr schnell an. Das geht sogar so weit von der Parametrierung her, dass ich sogar die Möglichkeit habe, automatisiert die Aufnahme entsprechend zu starten. Und wenn ich jetzt das Display wieder zack einfach umdrehe, dann sieht man jetzt auch hier, das geht sehr, sehr einfach, sehr, sehr schnell. Dann schaltet sich die Kamera aus.
Ich will das auch noch mal aus der Fahrerperspektive darstellen. Ich würde jetzt fahren und zack ist die Kamera entsprechend eingeschaltet bzw. die Aufnahme, wenn entsprechend wie ausgeführt, eingestellt, würde dann schon starten. Und man sieht jetzt hier sehr schnell, das ist also wirklich nur eine Sekunde und alles ist im Kasten. Apropos im Kasten, gerade bei meinen Reisevlogs, da bin ich natürlich gerne selber einmal kurzzeitig im Bild, wenn ich beispielsweise meinen Zuschauern etwas erklären, vermitteln möchte. Und wenn ich da eine Actioncam einsetzen würde, dann müsste ich ja je nach gewünschter Aufnahmeperspektive, also Außenaufnahme, Innenperspektive, hier diese Kamera entsprechend umhängen bzw. mindestens umdrehen. Das brauche ich bei der DJI Pocket 3 nicht, denn dort haben wir ja die motorisierte Kamerakopfführung, also Objektivführung, die natürlich primär darauf ausgerichtet ist, hier das Bildmaterial entsprechend zu stabilisieren durch einen motorischen Ausgleich des Horizontniveaus. Aber ich habe eben auch die Chance, den gewünschten Bildwinkel motorisiert anzufahren, zum Beispiel über eine manuelle Steuerung durch diesen Joystick hier unten. Ich kann das ganz kurz mal zeigen. Ich schalte jetzt mal eben die Kamera wieder ein. Und wenn ich jetzt hier den Joystick entsprechend einmal in die linke Richtung drücke, dann sieht man, wie der Kamerakopf die linke Position anfährt und dann entsprechend der Bildausschnitt auch sich verändert. Jetzt habe ich das Ganze mal nach rechts ausgerichtet und das Objektiv wird natürlich nach rechts gefahren. Zentrieren über einen Doppelklick. Und jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Sachverhalt, den ich gerne kurz aufzeigen möchte. Über einen Dreifachklick kann ich einfach die Kamera gleich entsprechend ausrichten und zwar in meine Richtung, in die Selfie-Position bringen. Und wie man jetzt hier wunderbar erkennen kann, es dauert nur einen ganz kurzen Moment und dann werde ich schon als Person erkannt. Mein Gesicht wird hier getrackt und dann, wenn ich mich entsprechend bewege, wird die Kamera mitgefahren. Ich hoffe, man kann das jetzt über die iPhone-Aufnahme sehen. Mein Gesicht hat hier einen kleinen grünen Rahmen, ist damit als Gesicht entsprechend erkannt und wird jetzt hier aktiv mitverfolgt. So, ich schalte jetzt die DJI Osmo Pocket 3 mal ein. Es wird immer dunkler. Mittlerweile haben wir schon 5:45. Ich fahre zusätzlich noch durch ein Waldstück. Also wir haben hier wirklich schlechte Rahmenbedingungen, insbesondere für das Aufnehmen mit dieser Kamera jetzt. Also sprich nicht mit der Osmo Pocket 3, nämlich mit meinem iPhone. Aber wie gesagt, darum geht es nicht. Wir wollen ja hier keinen expliziten Lowlight-Test machen. Ich schalte die Kamera ein und wie ich ja schon erwähnt hatte, das geht extrem schnell. Einfach nur das Display entsprechend umgeklappt. Und schon ist die Kamera an. Und jetzt starte ich mal mit den ersten Fahraufnahmen, vielleicht zur kurzen Erinnerung. Ich drücke hier einfach auf den Rekordknopf. Auch das lässt sich problemlos durchführen hier während der Fahrt. Zusätzlich fängt es jetzt noch an zu regnen. Naja, keine idealen Bedingungen, aber egal. Ich werde jetzt gleich mal über einen Dreifachklick hier auf den Joystick entsprechend die Kamera nach hinten ausrichten lassen, praktisch also auf mich. Ich sitze hier ganz normal auf der Fahrerseite und wir schauen mal, ob mich eben die Kamera wie gewünscht entsprechend tracken kann. Jetzt geht's los, 1, 2, 3 und schon dreht sich die Kamera und zack, man sieht es jetzt hoffentlich in der anderen Aufnahme. Ich bin im Face-Tracking drin. Ich habe einen grünen Rahmen um mein Gesicht. Das funktioniert wunderbar hier gerade aktuell. Ich drehe jetzt mal die Kamera in der Aufnahme einfach wieder nach vorne und drücke dazu dreimal auf den Joystick. 1, 2, 3. Zack, auch das ist erledigt. Die Kamera hat jetzt wieder die Ausrichtung nach vorne. Und ich fahre jetzt hier weiter durch dieses Waldstück. Wie gesagt, bei schlechten Licht- und Wetterbedingungen. Und jetzt machen wir noch mal eins. Ich werde jetzt noch einmal versuchen, mich tracken zu lassen, indem ich gleich, nachdem das Auto hier vorbei ist, ich entsprechend wieder dreifach auf die Joystick-Taste drücke, um die Ausrichtung praktisch des Objektivs in den Innenraum wieder entsprechend vorzunehmen. 1, 2, 3. Es geht wieder nach hinten, sprich in den Fahrraum und jetzt bin ich schon wieder getrackt. Ich zeige das einfach auch mal. Man sieht das jetzt auch, dass mir die Kamera tatsächlich hier während meiner Bewegung entsprechend folgt. Also für mich ist das jetzt ein wirklich auch erster Test gewesen und ich bin absolut begeistert hier von den Fahraufnahmen, von der Möglichkeit hier mich tracken zu lassen. Das ist schon eine tolle Sache, gerade wenn man eben als kleiner YouTuber, so wie ich, irgendwas ist hinten umgerutscht, entsprechend unterwegs ist und vielleicht das eine oder andere dann auch mal dokumentieren möchte. Und insbesondere in Kombination mit dem Funkmikro in der Creator Edition ist das wirklich eine Hammermöglichkeit, zudem ich ja auch über das Funkmikro entsprechend die Aufnahme starten und entsprechend auch beenden kann. Hierzu gibt es an der Seite einen kleinen Knopf.
Ich kann jetzt zum Beispiel hier auch mein Mikro einfach an die Sonnenblende machen oder irgendwo hier vorne gegebenenfalls befestigen oder eben natürlich am Sicherheitsgurt oder aber auch natürlich an meinem Hemd, wo auch immer. Ich mache jetzt noch mal einen letzten Test mit dem nach vorne schalten. Dann sieht man, dass alle Fahrzeuge auch hier entsprechend das Licht anhaben. Es ist wirklich schon absolut dunkel. 1, 2, 3. Zack, ich schalte die Kamera wieder mal nach vorne. Regen, Dunkelheit, keine idealen Bedingungen. Aber das Bild im Display sieht fantastisch aus. Wenn das nachher in der eigentlichen Aufnahme auch so drin ist, bin ich mehr als zufrieden. Zu Hause nunmehr wieder angekommen, bin ich dann auch am Ende meines Videos. Ich hoffe, ich konnte euch einen guten Eindruck der DJI Pocket 3 als Auto-Vlog-Kamera hier verschaffen. 679 Euro für die Creator-Kombo, also das Set mit Mikrofon und ein bisschen mehr weiterem Zubehör. Da muss man ehrlich sagen, das ist eine Stange Geld. Aber ich denke, vor dem Hintergrund des gebotenen Funktionsumfangs ist diese Kamera auch tatsächlich diesen Preis wert. Dann bleibt mir jetzt ganz am Ende nur noch eins zu wünschen, nämlich euch alles Gute und viel Gesundheit. Bis dahin, macht es gut, euer Gero.